Yes, now I will have to continue with the keywords for complex treatment planning communication. Because what we have seen now is it is really amazing what we are able to do with aligners, especially if we use auxiliary techniques and some tricks to use the aligner as a hybrid technique. And now the question could be, how can we put this in the digital treatment plan? So how do we communicate this? How do we communicate this to the technician? And yes, I will switch to German now. Schlüsselworte für komplexe Behandlungsplanung. Und es ist jetzt egal, ob wir mit dem CleanCheck arbeiten oder mit ClearCorrect oder auch mit Spark. Es geht ja immer wieder darum, dass wir auf der einen Seite die Algorithmen der Software haben und auf der anderen Seite dem Techniker ja ganz genau schildern, wo wir hin möchten und vor allem, wie wir dorthin kommen. Und da gibt es Schlüsselbegriffe, die wir verwenden können für die Technikerkommunikation. Und wenn wir diese Schlüsselbegriffe nutzen, dann können eigentlich kaum noch Fehler passieren. Das ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel, aber es beschreibt relativ gut und relativ plakativ, wie einfach eine präzise Kommunikation ist. Und zwar geht es zunächst darum, wir müssen genau beschreiben, aus welcher Sicht, in Bezug auf welchen Zahn und in Bezug auf welche Stufe im digitalen Behandlungsplan. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Wir haben ja heutzutage die 3D-Tools, aber wir kommen auch aus der Zeit, wo es keine 3D-Tools gab. Und da mussten wir extrem präzise sein mit dieser Kommunikation. Und wenn wir sagen, wir wollen 1, 3 und 2, 3 nivellieren, ist das für uns relativ klar. Der Techniker auf der anderen Seite kann aber hier schon anfangen zu schwitzen, weil er so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat, das zu interpretieren. Gehen wir mal davon aus, 1, 3 und 2, 3 sollen nivelliert werden. Wir können auf der einen Seite 2, 3 extrudieren, wir können 1, 3 intrudieren, wir können beide zueinander bewegen, wir können das aus frontaler Sicht betrachten, wir können das aus okklusaler Sicht betrachten, wir können das auf die Transversale beziehen oder auch auf die Rotation. Daran sieht man schon mal, wie schwierig es ist, wenn man sich mal, oder beziehungsweise, wenn wir uns jetzt versetzen in den Techniker, dann merken wir relativ schnell, wie schwierig und komplex das Ganze ist. Integration. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter oder beziehungsweise jetzt geht es um einen etwas komplexeren Fall. Manchmal haben wir Fälle, wo wir spezielle Arten von Distalisation anfragen. Beispiel, wir hätten gerne 100% sequenzielle Distalisation im ersten Quadranten, aber wir wollen mit der Distalisation von 1,3 beginnen. Wir möchten nur 0,125 mm Distalisation von 1,3 während der gesamten Behandlungszeit. Ich zeige dazu mal den Behandlungsplan und warum man sich teilweise solche Dinge überlegen muss. Weil wir müssen hier auch immer wieder den Kompromiss eingehen. Wollen wir erst im ästhetischen Bereich was machen? Wollen wir es kombinieren? Oder finden wir vielleicht irgendeinen Kompromiss, beides miteinander, dass beides miteinander harmonisch funktionieren kann? Wenn man sich diesen Fall zum Beispiel anschaut, dann ja, das ist ziemlich schwierig. Und wir wollen auf der einen Seite im ersten Quadranten distalisieren. Wir wollen auch die Mittellinie rüberbekommen. Ich zeige das nochmal. Ich zeige einmal kurz, wie der Fall aussehen soll, was sich der Arzt gewünscht hat. Da wollten wir hin. Nochmal. Ausgangssituation. Ziemlich komplex. Komplett sequenzielle Distalisation. Aber gleichzeitig die Distalbewegung von 1,3. Warum wurde das so durchgeführt? Wir haben uns hier gedacht, okay, wir wollen direkt mit der Distalisation starten, aber wir wollen auch eine Art von Ästhetik-Start. Wie bekommen wir das jetzt irgendwie hin, dass wir wenig Verankerungsverlust haben und trotzdem so schnell wie möglich auch im ästhetischen Bereich was durchführen können?